Ja, einen wunderschönen guten Tag. Es fühlt sich hier wie Abend an. Und tatsächlich werde ich mich konzentrieren auf ein paar Seiten, ein paar wenige Seiten, Skript, maximal 10 Minuten, die ich als Anregung für dieses Podium vorbereitet habe. Was mir nicht einfach fällt angesichts der aktuellen Nachrichten, jeden Tag, jede Nacht gibt es diese. Gestern ist einer der wichtigsten und prominentesten Journalisten der Türkei, Can Dündar, verhaftet worden. Heute Vormittag ist einer der wichtigsten kurdischen Menschenrechtsaktivisten und Leiter der Anwaltskammer Diyarbakır, Tahir Elçi, während einer Pressekonferenz ermordet worden. Und Weltoffenheit, über die ich hier nicht spreche, aber zu der ich alle sehr, sehr herzlich einlade, Weltoffenheit im Sinne von internationaler Solidarität und alle unsere Mittel und Möglichkeiten, auch die, die Sie sicher als Partei in Menschenrechtsfragen, in verschiedenen anderen NGOs aktiv bewegen, heute, wenn Sie aus dieser Konferenz rausgehen, anzugehen mit Petitionen, die man bereits unterschreiben kann, mit offenen Briefen, die man formulieren kann und sicher dem einen oder anderen, was Ihnen an Aktionsform einfällt. Es sind aber die Gleichzeitigkeiten dieser Welt, die uns bei Paris, bei anderem immer wieder auch bewegen müssen, in unserem Lokalen zu agieren und zu denken, weshalb ich glaube, dass es trotzdem Sinn macht, dieses Panel wie gedacht mit Ihnen zusammen für Berlin zu denken. Sehr geehrte Menschen mit und ohne Sonnenblumen-Parteibuch, ich bin angefragt, ein paar einleitende Worte zu sagen, um die Diskussion anzuregen. Ich hoffe, Sie erwarten von mir keine 5 prägnanten Thesen zur Diversität oder gar zu der Politik gegenüber Geflüchteten. Ich werde Ihnen kein integrationspolitisches Positionspapier liefern können. Ich spreche zu Ihnen als Kreuzberger Bürgerin und als Berlinerin, die als Intendantin und künstlerische Leiterin ein paar Jahre Gelegenheit hatte, diese Stadt, ihren politischen Betrieb und ihren gesellschaftlichen Wandel zu beobachten und vielleicht im Kleinen mitzugestalten. Als solche fühle ich mich immer etwas unsicher in parteipolitischen Kontexten wie diesem. Ich bin dann manchmal erinnert an Andrei Platonows wunderbaren Roman Çevengur, Die Reise mit offenem Herzen. Relativ am Anfang des Buches beschreibt Platonow eine Parteiversammlung im postrevolutionären Russland. Das Deckenlicht flackert, hier ist es bewusst so eingestellt, weil der Strom nicht reicht und einer sagt, wenn man die ganze Partei in diesem Saal versammelte, könnte glatt ein Kraftwerk in Gang gesetzt werden, allein vom Parteiatem. Das ist natürlich zunächst mal eine ironische Reminiszenz an Lenins Diktum, Kommunismus sei Sowjetmacht plus Elektrifizierung. Gleichzeitig steckt in dem Satz natürlich eine schöne Utopie, dass aus politischem Reden Energie werden könnte. Oder, um den Ausspruch auf die Grünen anzuwenden, dass aus politischem Denken alternative Energie entsteht. Nun geht es hier heute ausnahmsweise nicht um Ökologie im engeren Sinne, darum kümmern sich die Kolleginnen auf dem Panel Berlin wächst grün. Und von sozialistischen Ideen haben sich die meisten Grünen schon lange verabschiedet. Vielleicht ist das auch eher Gegenstand von Berlin macht mit. Wir wollen hier über Berlin als weltoffene Stadt sprechen. Wenn ich gefragt werden würde, ob Berlin eine weltoffene Stadt ist, würde ich ohne eine Sekunde zu zögern sagen, ja. Weltoffenheit heißt für mich auch, dass ich im Alltag einer möglichst hohen Zahl an Sprachen begegne, die ich nicht kenne. Weltoffenheit heißt unter anderem, dass Menschen verschiedener Herkunft, ethnisch, sozial, geschlechtlich, in Diversität hier leben können, ohne sich fremd zu fühlen. Weltoffenheit heißt für mich auch, dass ich all das Trennende, was Nationen und nationale Zuschreibungen mit sich bringen, vergessen kann, weil es schlicht keine oder eine zu vernachlässigende Rolle spielt. Das alles finde ich in meinem Berlin. Weltoffenheit heißt für mich auch, dass ein Busfahrer mit stoischer Ruhe nachts um 2 betrunkenen Touristen im Westberliner Englisch mit türkischem Akzent erklärt, wie sie zum Berghain kommen. Der Welt offen ist diese Stadt.
Ich selbst fühle mich nirgendwo so frei wie hier, auch weil sich meine Freiheit auf die Solidarität anderer stützen darf und kann. Das war der positive Teil meiner Ansprache. Sie ahnen schon, dass jetzt ein Aber kommt. Und so ungern ich Ihre Erwartung enttäuschen würde, es kommt tatsächlich, und zwar dreifach. Erstes Aber. Berlin ist weltoffen, aber welche Welt ist gemeint? 10 Busstationen von hier befindet sich die Turmstraße. Heute Abend, wenn die Behörde schließt, stehen wieder unzählige Menschen vor einer Tür, an der auf Deutsch Öffnungszeiten verkündet werden. Es gibt ein beheiztes Zelt ohne Sitzmöglichkeiten. Wer Glück hat, kommt in den Bus zur Notunterkunft, der zurzeit unter anderem von Herbert Grönemeyer gestellt wird. Der Rest ist angewiesen auf völlig überforderte Ehrenamtliche und darauf, dass Bürger genau an diesem Wochenende ihr Gästezimmer freiräumen. Ich weiß, ich muss Ihnen das alles nicht erzählen. Ich will auf etwas anderes hinaus. Wir sind hier weltoffen für Start-ups und Touristen. Es gibt Kollegen, die in ihren Konzepten neulich Dörken für die Volksbühne zwischen Armutstourismus und anderem unterscheiden. Ich weiß nicht, ob der Kollege die von Fluchtbetroffenen meinte. Wir sind stolz auf unsere Diversität und Toleranz. Aber wir schaffen es nicht oder nur viel zu spät, viel zu langsam, Menschen, die in diese Stadt fliehen, weil sie keine andere Wahl haben, mit dem Nötigsten zu versorgen. Wir haben hier keine Flüchtlingskrise, wie wir alle wissen, sondern eine peinliche Verwaltungskrise. Aber es steckt noch mehr dahinter. Die Geflüchteten und ihre Situation, ihre Anwesenheit und ihr Protest in Berlin zeigen Berlin auch die Grenzen seiner Weltoffenheit auf. Sie zeigen, dass Berlin über Jahre erfolgreich sein Image der weltoffenen Stadt zum Marketingobjekt gemacht hat, aber dafür den sozialen Wohnungsbau total vernachlässigt hat, seine soziale Infrastruktur auf ein Minimum heruntergefahren hat, insbesondere in den Kommunen, wo es keine Jugendfreizeitzentren, ein Beispiel ist die Naunin-Ritze, mehr gibt de facto. Und sich in einer angespannten Situation wie der jetzigen verhält wie eine brandenburgische Kleinstadt, ohne diese Orte beleidigen zu wollen. Der Senat würde vielleicht eher das Bi-Berlin-Plakat am U-Bahnhof Turmstraße abmontieren, weil das ja zynisch ist, anstatt die Situation der Geflüchteten gegebenenfalls und wenn notwendig durch einen Ausnahmenotzustand umgehend zu verbessern und zu beheben. Hier wird gern mit arrogant gespitzten Lippen über München und Düsseldorf gelästert, hier in Berlin. Aber diese Städte schaffen es aktuell, eine zum Teil höhere Zahl an Ankommenden mit einem unvergleichlich professionellerem und menschenwürdigerem Umgang unterzubringen. Was erzählt das über Berlin in puncto offen zur Welt sein? Viel wichtiger als dieses Versagen von Behörden und Politik ist mir aber, dass meiner Meinung nach zu einer weltoffenen Stadt die Möglichkeit von Partizipation und Teilhabe gehört. Diese Stadt ist durchzogen von einer zum Beispiel für Menschen mit türkischem Pass und kommunalem Wahlrechtsgesuch nicht wirklich neuen, aber immer wieder und immer stärker sichtbaren und unsichtbaren Mauer. Sie trennt nämlich nunmehr zwischen Bürgern und Non-Citizens. Die Gerhard-Hauptmann-Schule ist zu einem Trauma für die Berliner Grünen geworden, grün im Sinne von Polizei und von Partei. Ich will das jetzt nicht weiter strapazieren, aber nach weltoffener Stadt sah die Olauer Straße nicht aus. Ich bin nicht in der Position, Schuld zuzuweisen, aber ich erkenne einen gravierenden Mangel. Wenn ich mir frei nach Platonow einen überparteilichen, gemeinsamen Atem wünsche, der Berlin zu einem Ja multikulturellen Kraftwerk machen kann, das über die Stadtgrenzen hinaus deutsche und europäische Gesellschaft verändert, dann wäre die Grundlage dafür, dass diese Stadt sich anders begegnet. Weltoffen hieße, sich zu den verschiedenen Welten zu öffnen und nicht nur jenen, die gut zahlen. Damit komme ich zu meinem zweiten Aber. Berlin ist weltoffen, aber was meinen wir, wenn wir weltoffen sagen? Der Slogan von der weltoffenen Stadt kommt manchmal schwer von den Lippen. Denn das klingt so oft so, als würde es sich dabei um eine Sehenswürdigkeit oder eine Landschaft handeln, aus der man Potenzial schöpfen könnte.
Weltoffenheit oder bleiben wir einfach mal bei Offenheit, ist aber eher eine Arbeit und zwar eine der schwersten, die es gibt. Offenheit ist wie Demokratie oder Freiheit nichts, was man besitzen kann. Es sind keine Errungenschaften, die einmal erlangt von einer westlichen zivilisierten Bevölkerung oder einer Stadt anhaften. Weltoffenheit steht täglich in Frage, wie wir wissen, auch in unserer Stadt. Sie steht auch in Frage, wenn die Mieten in der Innenstadt so rasant steigen, dass man nicht mehr hinterherkommt. Wenn Kieze an die Ränder gedrängt werden oder zersprengt werden. Wenn struktureller Rassismus unwidersprochen bleibt. All das erleben wir leider gerade in unserer weltoffenen Stadt. Und ich sehe keine oder kaum politische Konzepte, die dem entgegenwirken und kaum zivilgesellschaftlichen Widerstand auf breiter Ebene. Diese Stadt ist noch so weltoffen, weil sie lange Zeit weitgehend verschont blieb von der Kommerzialisierung und Gentrifizierung des öffentlichen Raums. Genau diese Offenheit Berlins, seine atmungsaktive soziale Diversität, ist extrem bedroht, heute und in den kommenden Jahren. Drittes aber, Berlin ist weltoffen, aber wer ist Berlin? Logischerweise hat jede hier im Raum, jeder in dieser Stadt eine andere Idee davon, was Berlin eigentlich ist. Der Austausch dieser Bilder wäre aber die Grundlage für eine weltoffene Stadt. Vielleicht ist allein mit dem alten Berliner Spruch, Paragraph 1, jeder macht seins, keine weltoffene Stadt zu machen. Ich finde, dass die Idee des Multikulturalismus im Sinne einer anstrengenden Moderation verschiedener Lebensweisen zu Unrecht belacht wird. Aber ich bin auch nicht naiv. Wir haben ein Verständigungsproblem. Und das hat auch damit zu tun, dass viele Räume, in denen Begegnung, Nachbarschaft, Zusammenleben stattfindet, bedroht sind oder ständig um Förderung bangen müssen. Am Gorki ist es uns in den letzten 2 Jahren gelungen, einen solchen Raum zu schaffen, Berlin als postmigrantischen Ort zu begreifen und auf diesem sandigen Boden, da geht es nicht nur um Wurzeln, sondern um die überirdischen Netze, die Halt geben. Auf künstlerischer Ebene ist es vergleichsweise leicht, ein solches Netz zu knüpfen, das von Berlin aus Künstler aus Toronto mit Künstlern aus Beirut zusammenbringt, das gleichzeitig eine Standleitung nach Istanbul und nach Paris unterhält. Eine weltoffene Stadt ist auch offen für die Konflikte der Welt. Sie kann sich nicht heraushalten. Weltoffenes Berlin heißt, dass wir Paris und Diyarbakır sind. Mich nervt an Berlin, wenn es so tut, als sei es eine Kulturinsel in der Wüstenei. Die Inselbefindlichkeiten Westberlins haben sich nirgendwo so gehalten wie in der Berliner Politik. Berlin ist Teil von Brandenburg, Teil einer europäischen Öffentlichkeit, Teil des Nahostkonflikts. Meine Frage ist deshalb, wie können wir angstfreie Räume schaffen, in denen wir diese Konflikte fruchtbar machen für diese Stadt? Wie kann Berlin zu einer Stadt seiner Bevölkerung werden, die den großen Teil ihrer nichtdeutschen Einwohner ernst nimmt und teilhaben lässt am Prozess der permanenten Veränderungen? Meine Sorge nach den Ereignissen von Paris ist, dass wir die Offenheit verlieren. Nie war sie so in Gefahr wie jetzt. Ich wünsche mir, dass bei allen Schwierigkeiten der Streit Räume findet, wo der Atem der versammelten Konfliktlagen Berlins als produktives Kraftwerk für Berlin betreibt. Dankeschön. Shami Langhoff.